unsere kleine Babymaus muss gerade Antibiotikum nehmen. Ich habe es euch ja schon in der Story erzählt. Auf jeden Fall ist das natürlich schwierig, ihr Antibiotikum zu geben, weil sie das natürlich nicht möchte. Und das bedeutet dann halt auch einfach, dass ich in manchen Fällen meine körperliche Überlegenheit ausnutzen muss, weil ich eben einfach einen Wissensvorsprung habe. Trotzdem möchte ich das natürlich so machen, dass sie am besten nicht von dieser Medikamentengabe traumatisiert wird und auch weiterhin, wenn sie älter wird, dazu bereit ist, Medikamente zu nehmen. Bei uns sieht das dann einfach so aus, dass ich mir super viel Zeit dafür nehme. Sie muss halt so eine ganze Spritze von Antibiotikum nehmen und dann gebe ich ihr das eben immer wieder. Sie weint, dann wird sie getröstet, dann gebe ich es ihr wieder, dann erkläre ich ihr, warum ich es ihr gebe, dann singe ich und so weiter. Es gibt einfach Situationen, in denen wir Erwachsene viel besser einschätzen können als unsere Kinder, was gerade wichtig ist und was nicht. In solchen Situationen ist es super wichtig, dass wir unsere elterliche Führung auch einfach übernehmen und jetzt nicht irgendwie sagen, nee, mein Kind möchte das nicht, dann mache ich das nicht, weil das wäre gefährlich für unser Kind.